Im Garten an der Florenzkirche zu Koblenz haben wir es uns gemütlich gemacht bei doch frühlingshaftem Wetter, Herr Knifke. Ja, ja. Und irgendwie, der Ort passt ja zu Ihrem aktuellen Buchtitel Der Mensch denkt und Gott lenkt. Es ist Ihr siebtes Buch und der Titel verrät jetzt nicht so viel. Worum geht's? Es geht eigentlich darum, ich habe ja jetzt ein gesegnetes Alter von über 80 Jahren. Und da denkt man so, fängt man so langsam an, seine Erinnerungen. Also man erinnert sich an alles Mögliche. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich in der Jugend viel zu wenig gefragt habe. Ich habe meinen Eltern nicht gefragt, meine Oma nicht gefragt, die U-Bahn nicht gefragt. Und da habe ich gedacht, damit deine Kinder das nachher nicht auch so geht und deine Enkel, schreibst du deine Erinnerungen mal auf. Gell? Und 80 Jahre, da reicht, lohnt das sich. Ja. Ich habe jetzt mal so ein bisschen reingespingst auch und muss sagen, wenn ich das jetzt mit dem Buch Spurensuche vergleiche, da geht es ja um Orte jetzt hier und Begegnungen in Koblenz. Und das ist ja schon so ein bisschen ihre private Erinnerung, so wie ihr Leben hier in Koblenz oder auch mal mit der kurzen Auszeit nicht in Koblenz gewesen ist. Ja, und ich sage mir immer, du kannst ja vor, also ich bin ja keine fromme Mann, aber ich bin gläubig. Und ich sage mir immer, ich bestimme nicht allein, wie das über die Bühne geht. Und deswegen auch, ich hätte vielleicht manches, wäre vielleicht anders gelaufen. Und das liest man ja auch in dem Text da drin. Und ich glaube, da das schon alles, so wie da steht, ich überlege mir das und der liebe Gott bestimmt schon, geht über die deswegen Bühne geht. Deswegen war es anfangs von mir so ein bisschen provokativ, der Titel schon einen Sinn, wenn man weiß, so worum es geht und wie es gedacht ist. Und es sind halt wirklich teilweise Anekdoten von Ihnen drin, die zum Schmunzeln anregen. Manche stimmen auch ein bisschen traurig und andere wiederum zum Nachdenken an. Ich habe mir jetzt mal so ein paar rausgesucht, wo es jetzt beispielsweise auch hier steht, dass Sie beinahe vom Vater Rhein verschluckt worden wären. Ja. Was ist das denn für eine Geschichte in kurzen Worten? Ja, Herr Gott, ich war ja bei Flehe Ellere und meine richtige Mutter, die kam dann mit meinem Bruder, wir waren ja nicht zusammen, der war bei meiner richtigen Mutter, kam die mal im 43 oder wann das war, und hat mich abgeholt zum Schwimmen auf den Oberwert. Und zwar in der Rheinanlage, in der oberen Rheinanlage, da war früher ein Schwimmbad. Also kein Bad, da war im Wasser, waren so Balge festgemacht. Ja. Und da konnte man dann in dem Quadrat dort drin konnte schwimmen. Okay. Auch wir Kinder. Und jetzt kam aber ein Dampfer, der Rainer Ruff, mit dem Schaufelraddampfer. Und da ist das Wasser zurückgegangen. Der hat das Wasser so mitgeholt. Mhm. Gell? Und da sind meine Bruder und ich sind praktisch dem Wasser nachgelaufen, also außerhalb von dieser Sperre da. Oh gell? Gott, und dann kam das und Wasser dann zurück. Kommt das Wasser zurück. Gell? Und da habe ich dann nachher erzählt gekriegt, da sind wir dann gerettet worden von den Bademeister, die da waren. Und das hat aber bei mir zur Folge gehabt, weil mein Flehemutter hat das erzählt gekriegt. Meine Mutter hat das der natürlich nicht gesagt, ich auch nicht. Aber meine Flehemutter hat das erzählt gekriegt. Und da durfte ich nämlich baden gehen. Gell? Okay, da und war meine Flehemutter konnte nicht ins Wasser, weil die hatte steif Bein gehabt. Gell? Und ich durfte mit der auf die Wiss und in die Sonnenbischleie hinter einer Mussel. Aber ins Wasser. Das war vorbei. Gut, aber man lernt ja auch draus. Ne? Ja, also ist aber von daher. Was so ein bisschen in die Zeit passt, wenn ich mir jetzt hier die Seite aufschlage, endlich wieder daheim. Da sieht ja Koblenz bzw. Ehrenbreitstein, ist es ja, nicht gerade sehr gut aus. Nicht? Nee, das ist Ehrenbreitstein. Sondern, was haben wir da? Das ist der Blick in Richtung Musselweiß. Das ist so, der Saarplatz. So, genau, ja, richtig. Der Saarplatz, die Mussel und der Saarplatz. Ja. Gell? Aber jetzt heißt hier endlich wieder daheim. Das heißt, Sie haben ja auch mal ein paar Jahre Koblenz in den Rücken gedreht. Nein. Wir sind am 6. November 1944 ausgebombt worden. Und dann sind wir ja zwangsläufig geführt worden nach Thüringen. So, Thüringen war Partner-Gau von Koblenz. Ja. Und sehr viele Koblenzer waren in Thüringen evakuiert. Das war, man durfte nur so und so viel mitholen und musste dann dahin. Und jetzt muss man den Thüringer zugutehalten, die meisten, die da waren, waren nicht zufrieden. Die kennen heute noch auf die Thüringer, mir auch. Und muss man den Thüringer aber zugutehalten, wir sind da in die Wohnung eingewiesen worden.
jetzt, wenn Flüchtlinge kommen, die haben Heim oder irgendwas, gell, wir sind, da kommt die Ortsvorsteher, hat gesagt, da muss zwei Zimmer abgeben, da muss ein Zimmer abgeben. Mhm. Und das Schlimmste war für die Hausfrau drüber, war, dass die jetzt mit unseren Müttern die Küche teilen musste. Gell. Die waren ja jetzt auch, sind auch in der Küche da rumgetan. Und das war natürlich nicht angenehm. Und deswegen sind wir auch so schnell wie es ging im Frühsommer 1945 von Thüringen aus zu Fuß wieder heim. Zu Fuß? Zu Fuß, mit dem Leiterwagen, die Oma hinten drauf, Handy zur Bundesstadt. Ja. Da sind wir unterwegs, sind wir dreimal entlaust worden, da kann ich mich auch daran erinnern. Ja, das steht auch hier drin. Ja, ja, ja. Und das ist das, was ich meine. Ich hätte jetzt immer gern gewusst, wo sind wir überhaupt hergelaufen. Mhm. Ich war damals 6 Jahre alt. Wo sind wir dann hergelaufen? Wo waren wir? Welche Orte waren wir? Wir haben zum Beispiel mal unterwegs irgendwo Krumbiere aus dem Feld gehabt. Und da hat meine Mutter gesagt, da sind wir an diesem Ort, da war ein Pfarrhaus, evangelisch Pfarrhaus. Hat die gesagt, sollen wir da hingehen? Die Kinder haben ja meistens mich gekriegt. Mhm. Sollen wir da hingehen und fragen, ob die uns die Kartoffeln quälen täte? Mhm. Haben die nicht gemacht. Jetzt wüsste ich mal gern, was das für ein Pfarrhaus war. Stellen wir gerne die Haustür treten. Also, Jakobsweg war gestern, wir gehen von Thüringen nach Koblenz. Ja. Ne? Zwei Themen noch, die Zeit läuft uns davon. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, machen immer lustige Berichte miteinander und Sie als Kovalenzer Original habe ich auch immer ganz gerne, entweder bei mir im Studio oder hier im Talk. Aber dass Sie Messdiener waren, das wusste ich auch nicht. Ja, ich war 50 Jahre aktiv in der Pfarrgemeinde Liebfrauen. Okay. Und ich weiß auch gut, ich war verheiratet, da haben wir schon Kinder gehabt. Da hat meine Frau an den 4 Türmen gestanden mit einem Kinderwagen, dem einen Kind um Arm. Und der Vater kam auch fast vorbei marschiert. Ja, wir hatten hier, in die Frauen hier oben, hatte mir früher viel erwachsene, verheiratete Messdiener. Ja. Ja. Und das hat an den Pastor gelegen. Wir hatten da einen Pastor, der sehr oft die Liturgie geguckt hat. Und der wollte halt eben erwachsene Leute da haben, an hohe Feiertage. Ich war Lektor. Ja, bis 1998 habe ich aufgehört. Von 1948 bin ich Messdiener geworden und war aktiv bis 1998. Karnevalistisch waren Sie ja oder sind Sie auch aktiv unterwegs? Ja. Sogar in Corona-Zeiten, die Bütte lassen sich nicht nehmen und sind virtuell mit dabei. Der Sprung von der Kirche zum Karneval, oder kann man das beides auch unter einen Hut bringen? Was bedeutet Karneval für Sie? Das kann man unter einen Hut bringen. Karneval ist ja für mich, Karneval ist ein Lebensart. Also das gehört zum Leben. Es braucht um, aber Karneval ist so für mich, ich bin ja keine so ein Karnevalist, sagen wir mal, so ein Funktionärskarnevalist und mit großen Orten und der ganze Kram. Mir geht es nur darum, ich wollte immer in die Bütt. Und das war für mich entscheidend, weil in der Bütt, da gilt die Narrenfreiheit. Unter der Narrenkarp hast du die Narrenfreiheit, da kannst du sagen, was du willst. Und das war immer meins. Und das habe ich ja auch einigermaßen gut und lang über die Runde gebracht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen vergleichen, wenn ich mir das Coverfoto angucke. Und das Foto trennt ja so ein paar Jährchen. Ne? Ja. Aber irgendwie, ich glaube, da hatten Sie auch schon den Schalk im Nacken. Ne? Also Humor war für Sie immer ein wichtiges Thema. Ja, das hat in der Familie schon gelegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie lange schreibt man an so einem Buch? Das ist ja jetzt das 7. Sie sagten eben, das waren so Büchelscher. Ja, jetzt muss man dazu sehen, ich wollte das ja nicht, dass das öffentlich wird. Mhm. Ich wollte das ja nur für die Kinder und für die Enkelscher schreiben. Und das ist relativ schnell entstanden, in der Anfangs-Corona-Zeit ist das entstanden. Ach, okay. Ja, ja. Und dem ersten Lockdown da. Und das war also relativ schnell, weil es ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Gell? Aber ich hatte dann einen Koblenzer Journalist gebeten, ob er mir das in Buchform macht, weil der hat so ein Programm. Mhm. Gell? Und ich will das doch bezahlen. Und da hat er gesagt, nee, ich mache das umsonst. Aber wenn du alte Fotos hast, die ich noch nicht habe, dann will ich die dafür haben. Also tauschen. Dann machen wir dazu. Okay? Ist halt ein Geschäft. Und dann hat der das irgendwie an den Herrn Burger weitergegeben und von der Rheinzeitung. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, Manni, das interessiert nicht nur den Kindern, das interessiert auch andere Leute. Und da haben wir dann das Buch daraus gemacht. Ja. Aber es ist schon vergriffen, richtig? Oder wie sieht das Verlag aus? Oder wird es bei eBay schon hochgehandelt? Das weiß ich nicht. Ich gucke doch nicht. Aber ich weiß also, der Verlag hat mir mitgeteilt, die Rheinzeitung, also die sind nicht ausverkauft. Ist also noch im Buchhandel, ist es noch zu kriegen. Okay. Und wenn der Bedarf größer wird, wenn die Buchhandlungen nochmal nachfragen, vielleicht lehnen sie es nochmal auf. Aber eins machen wir,
Wir machen für die, ungefähr für das Weihnachtsgeschäft jetzt ein Hörbuch daraus. Okay, ja. Natürlich dann ja. Aber auch gesprochen von ja, ihm. Ja, da mache ich auch selber und schwätze genauso wie sonst so. Sehr gut. Also nicht, sehr gut. Sehr kein gut. Ja, so muss das sein. Ich bin ja glücklich, denn ich habe eins persönlich vom Herrn Knifke in den Sender gebrachtes Exemplar mit Widmung. So, das hat keiner. Ich bin mal gespannt bei Facebook, wie viele Anfragen ich kriege, ja, und wie viel ich verkaufen könnte. Ja, ne? Aber das behalte ich. Das. Komm, jetzt habe ich zwei Bücher. Ne? Also von daher eins für wochentags, eins für feiertags. So wunderbar. Herr Knifke, vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs 8. Buch und dann gucken wir mal, dass wir uns bei schönem Wetter wieder zusammenfinden und über Gott und die Welt reden. Ja. Nur nebenbei bemerkt, das ist, wie gesagt, ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen mich da in der Halle durfte. Und ab 10. Mai, das ist vielleicht eine gute Nachricht, hey, in dem ganzen Kramheim mit dem Corona, ist die Kirche wieder auf. Okay. Ab 10. Mai kann man auch die Florenzkirche und die schöne Garde kann man dann wieder besuchen. Perfekt, wunderbar. Danke noch für die schöne Nachricht zum Schluss. Ja. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten. Wir genießen es jetzt hier noch ein bisschen und ich gebe zurück zu dir ins stickige, aufgeleuchtete Studio. So, das hast du jetzt davon.